Moin, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer Folge Bucky. Dieser Folge stehen wir am Hühnchenofen Arsch. Aber zuerst machen wir weiter mit einer Runde Project Notif. Ja, das hier ist die letzte Kaserne, die noch zu updaten gefehlt hatte, bis ich endlich am Max TA 6 war. Das war eine schwere Geburt, sag ich euch. Das hat mindestens so lange gedauert wie bei dem zweiten Account, der jetzt auch schon auf TA 7 ist. So, jetzt muss ich noch das Gold für Stratos fertig bekommen und dann geht's auch schon hoch. Ja, genau, jeder, der in den Kommentaren abstimmte, das war einer. Hat er gemeint, ich soll die Kanone auf Rathaus Max machen, dann beginnen wir schon mal damit. So, oh schade, jetzt haben wir nicht mal genug hier Zeug dafür. Na gut, jedenfalls, jetzt muss ich noch das Gold für das Rathaus fertig bekommen und dann kann ich auch schon auf TA 7 gehen mit Project Notif. Ja, übrigens, ihr seht ja auch, ich bin in einem anderen Clan. Das liegt daran, dass der Frack hier einen Clan gebaut hat. Einen neuen. Jo, läuft jetzt zwar noch nicht, aber bald vielleicht. Ich bin ja mal mitgekommen zur Korrespondenz. Und vielleicht wird das hier der neue Clan von unserer Allianz. Ach du Scheiße, nee. Nee, bitte nicht. Ich habe hier zu viele... Ja. Mir fiel gerade auf, ich habe hier zu viele... So, jetzt ist wieder alles okay. Everything is okay, guys. So. Dann, der Frecky ist auch interessanterweise, das sieht überhaupt nicht nach ihm aus, mitten während eines Clankrieges gegangen, aber der Clankrieg war trotzdem gewonnen. Und wie sehr gewonnen war, das zeige ich euch hier jetzt. Das ist jetzt nur, damit ihr seht, oh, der ist ja im nächsten Jahr 6. Ja, demnächst bei TA 7 werden auch die ganzen Troll-Videos kommen und alles, wo ich dann andere Clans jumpe und da, haha, seht ihr meine Base? Was? Nee, das ist keine Verteilung. Ja, dann müsst ihr mal gleich auf Clans neu starten. Immer noch nichts. Ja, dann deinstalliert es euch und installiert es mal neu. Was? Och, Dennis, wie süß. So, dann gucken wir uns mal den Clankrieg an. Das ist der neue Clankrieg-Fail. So, ach ja, in dem Klangkrieg hier werde ich das erstmal die Ehre haben, einen TA-10er zu vernichten. Bin mal gespannt, ob er mir auch mehr Loot bringt als ein normaler TA-9er, aber im Prinzip ist der, abgesehen von den Mauern, recht schwach. Also, der sollte kein Problem sein, der hat ja nicht mal die Infernos. Oh. Lol. Komm ich hier, schreibt schon irgendjemand was. So. Bin gerade am Aufnehmen, komm her. Ich muss euch leider gepflegt ignorieren. So, dann. Ah ja, der Mini hat gerade Probleme damit, sich einen zweiten Account zu erstellen. Egal was außer Kobolde hier, frisst das. So. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die ganzen Leute hier nur drin sind, um Spenden zu bekommen. Na gut, egal, darum ging's gar nicht. Genau, ich wollte euch den Clankrieg präsentieren. So. Dann hier. Clan. Kriegslog da. Da, gegen Dark River. Ja, wir haben letzten Clankrieg verloren, auch den gegen As a Beacon. Oder wie das ausgesprochen wird. Ja, tragisch, tragisch. Aber das ist egal. So, dann gucken wir uns mal den Clankrieg an. Beginnen wir jetzt erstmal mit etwas Arrogantem. Ich wurde schon eins angegriffen und habe nur einen Stern kassiert, was an meinem neuen Packer-Abwehrsystem liegt, das ich neu entwickelt habe. Oh ja, ich bin so ein richtiger Entwickler. Ja, komm, muss ich einfach mal mit angeben. Ich bin so glücklich. Letztes hat bei mir auch insgesamt niemand mehr als nur einen Stern gemacht. Weil die Packers allesamt außen herumliefen, Freunde. Allesamt, da seht ihr schon. Und egal in welchem Clankrieg ihr guckt, das ist immer so. So, die Queen von ihnen, die hätte noch gefährlich werden können. Wird sie aber nicht. Tja, so kann es halt enden. Ah, ich liebe nix Bogen und bald habe ich auch schon den ersten auf 2. Ich werde die X-Bögen durchwaschen. Und dann, Leute, gucken wir mal weiter. So, na gut, den Rest von dem Angriff wisst ihr wahrscheinlich schon. Dann gehen wir deshalb mal zum nächsten weiter. So, gucken wir uns mal den Angriff vom Gabriel an. 50%, das ist bei einem, der ein TA über ihm ist, auf jeden Fall schon ordentlich. Der ist zwar ein bisschen gerusht, aber auch nicht so sehr, dass es, ja, eine Schande ist, nur einen Stern zu bekommen. Na gut, letztendlich hätten ein oder zwei Sterne eh nichts mehr ausgemacht. Also von daher, der Gabriel hat schon recht ordentlich gemacht. Der hat auf jeden Fall noch gesorgt, dass wir von dem Typen die Clan-XP bekommen. Und egal wie dieser Clan-Krieg, den wir jetzt am Laufen haben, ausgeht, eins steht fest, kriegen auf jeden Fall das nächste Clan-Level. Ich muss aber auch sagen, hätte ich etwas anders als der Gabelheim angegriffen. Hier wäre ich ganz ehrlich mit Go-Wipe reingegangen. Go-Wipe und ein paar Erdbebenzauber. Mir fiel letztens auch erst auf, viel zu spät wirklich, dass die Erdbebenzauber ur-OP sind. Also, bevor ich hier während meiner Zauberfabrik am Updaten war, hatte ich nur 4 Erdbebenzauber dabei und mehr nicht und habe damit eigentlich immer 2-Star bekommen, wenn ich die eigene Nummer angegriffen habe. Na gut, egal. So, dann gucken wir uns mal das hier an. So, ja, da seht ihr, direkt aufgesprengt. Konnte praktisch direkt in die Mitte. 2-4 Mauerbrecher. Das war's dann. So. Ja gut, seine Clanburg war aber auch easy. So.
Da begann schon, die Magier haben etwas aufgeräumt, ein paar Magier Nachhut und die Packers konnten direkt Ryan raschen. Da habe ich noch Nightsauer platziert und jo, das Ding hat gelaufen. Aber 70% sind mehr, als ich mir zugetraut habe. Ganz ehrlich, ich habe zuerst erwartet, das würde ein One-Star-Run werden oder sogar noch weniger, weil er von der Verteidigung her recht solide gemaxt ist. Aber naja, letztendlich war der No-Match for me. So. Also, soviel zu diesem Kollegen hier. Dann gehen wir zum nächsten weiter. Der wurde von dem Dennis getoostert. Und der war die Nummer 3. Wartet, ich glaube, der war hier auch. Ist das schon TH9er? Ja, der hatte sogar noch TH9 und hat von dem Dennis einen Tooster kassiert. Also, großen Respekt, Dennis. So. Er war in letzter Zeit ja hier bei den CWs wirklich so ungehorsam, dass er kurz davor war, rausgekickt zu werden. Aber ich hoffe mal, dass es nicht sein muss, weil das wird mir wirklich das Herz brechen, ihn rauswerfen zu müssen. Der ist hier schon so lange drin und der ist eines meiner Lieblingsmembers. Ach ja, bevor ich wundere, dass der Jan nicht im CW drin ist, ist sehr tragisch. Er hat uns aus irgendeinem Grund verlassen. Seine Begründung, uns zu verlassen, war ganz schlicht, wie er meinte. Jo, sorry, ich will keine besondere Position in meinem Clan haben. Deshalb gehe ich jetzt zum anderen, wo ich einfach ein User werde. Ja, so viel dazu. Ja gut, ich habe ihm aber auch noch per WhatsApp geschrieben. Egal wann er zurückkommen will und egal was für einen Rang er haben will, er wird immer willkommen sein mit jedem Rang. Der Clan hier wurde von ihm eröffnet. Wenn er zurückkommt und Anführer haben will, dann bekommt er das auch wieder zurück. Na gut, so viel dazu. Ja, er ist ja nicht tot. Wir brauchen keine Schweigeminute für ihn machen. Dann, ja, ein 26-Star-Run. Dasselbe werden wir ja bei dem CW versuchen. 26 Sterne sind mindestens drin. Ja. Dann, hier. Die 4 wurde vom Meister Luke gewrackt. Der hier hatte auch wieder ein TH9. Also, ja, und der Meister-Noob, den kennt ihr vielleicht noch aus der Cybermafia, das ist der Typ, der die 99% Verteilung hatte, wo es wirklich an so circa 100 HP von einem, wie ist das nochmal, genau, von einer Mine hing. Ja, der war kurz zu Besuch bei uns, fand ich sehr ordentlich. War auch sehr schön, mal wieder was von ihm zu sehen, zu bekommen, weil der war aus der Cybermafia wirklich eines meiner Lieblingsmember. Und ja, hier hat er mir gezeigt, dass Go-Wipe halt nicht das einzig Wahre ist. Es gibt tatsächlich noch Stärkeres als Go-Wipe, je nach Base. Und bei der Base hier war es, glaube ich, egal mit was man angreift, aber trotzdem hat der Gurk einfach viel besser gezogen als Go-Wipe. Ich glaube, kein Go-Wipe hätte das so ordentlich hinbekommen können wie er mit Go-Hawk. Und vor allem habe ich jetzt endlich eine gute Go-Hawk-Zusammenstellung, what the fuck? Na gut, meine Armeelager, die updaten jetzt aber auch auf 220. Ja, ein Armeelager fehlt, glaube ich, noch, wenn ich richtig informiert bin. Können wir nachher mal nachgucken. Und dann kann ich auch endlich Go-It-Wipe machen. So, ja, aber wäre ich hier der Typ, der vom Meister-Noob gewrackt wurde, wie heißt der? Skarpion, sehr schön. Hätte ich, glaube ich, Harakiri gemacht nach diesem Angriff. Weil der wurde von einem TH8er getrestart. Ja. Ja gut, also der Meister und der ich, wir hatten ja auch mal gerade die Nummern gewechselt. So, weil er unbedingt schon seine Armee für die 4 vorbereitet hat. Und da haben wir es halt so gemacht. Na gut, dann... Deshalb habe ich auch nur die 5 angegriffen. So. Ja gut, was heißt denn nur? Ein TH9er auf... TH7er Niveau. Igitt ist ja eklig. Aber der hatte wenigstens einen Drachen in der Klammburg. Das haben die geregelt. Oh Gott, nee. Leute, mir fällt gerade ein. Der Jan ist nicht mehr da. Jetzt muss ich die Drachen herstellen. Das ist ja abartig. Na gut, egal. So. Der Angriff war 3-Star. Wäre auch peinlich, wenn nicht. Und das habt ihr auch gesehen. Deshalb, ich glaube, ihr wisst, wie der ausgegangen ist. Aber, der wäre viel knapper geworden, wenn mir der Meister nicht vorher noch dran erinnert hätte. Emerald? Nee, Green, glaube ich, hatte mich. Genau, stimmt. Der nennt mich immer Green wegen dem Kanal. Ja, hat er, glaube ich, noch gesagt. Green? Setz die Golems verteilt! Das bringt es viel mehr! Bei dem letzten Angriff im letzten Klankrieg sind 5 Magier daran gestorben, dass du sie nicht verteilt gesetzt hast, weil die keine Deckung hatten. Ja, ich habe mich schon mal dran gehalten. Ich glaube, das werde ich ab jetzt immer so machen. Aber das Dumme ist, bei Golem Level 1, ja, ich weiß, ich werde die bald updaten. Ja, Golem Level 1 hält einfach viel zu wenig aus. Deshalb ist es da auch immer wieder kompliziert mit anzugreifen. Wenn man die so verteilt setzt. Ah gut, so. Da hat der Meister wieder Mächte gezogen. Aber hat irgendwie... Was soll das sein? Ach, er hat sie wieder mit Go-Hawk angegriffen. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ach nee, den Angriff habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Ich habe gestern Abend noch gerade die... Nee, das war nicht, weil ich glaube, der Dennis hat noch die... der Manny hat die Kommandos geschrieben. Stimmt, der ist jetzt auch weiß. Ja, falls du das Video siehst, herzlichen Glückwunsch an dich, Manny.
Ja, der hat dann hier noch die Kommandos geschrieben und mehr habe ich nichts damit bekommen vom CW. Alles andere hat sich irgendwie von selbst gelöst, während ich beim Optiker war. So, aber Gorg ist auch so eine OP-3-Star-Taktik, aber ich freue mich schon meistens auf Lavalunion. Das ist eine der Sachen, zu denen ich am meisten vor Wort locke. So, Lavalunion ist auch viel mehr OP als hier Dralun, was der Gabriel benutzt. So, aber gut, es zieht. Es funktioniert, also von daher. So, aber ich werde mir selbst etwas herumexperimentieren. Das macht immer noch am meisten Spaß. So, ich brauche hier gerade einen Schluck Wasser. Boah, Mann. Ich habe ein bisschen Schnupfen. Das nervt schon beim Aufnehmen. Das muss ich mal sagen. So. Boah. Ja, da hat der Gabel krass geradet. Oh yeah. So, dann gucken wir uns mal hier den Angriff von unserer 7 auf die 8 an. Von dem Manny. Oh yeah. So. Krass, da hat der einen Treestar bekommen. Das hätte ich ihm nicht zugetraut. Also, das ist schon unglaublich. Ja, gut. Er hat es aber wirklich geschafft, dafür zu sorgen, dass im Angriff wirklich auch etwas Anspannung drin war. Ich habe zuerst gedacht, what the fuck macht er, als er mit zuerst mit zwei Packers reinging. Aber. Ja, das ist der Manny halt. Er schafft es wirklich, aus jedem noch so schwachen Angriff einen Kinofilm zu machen. Das ist eines der Sachen, für die ich ihn liebe. Gefällt es auch viel mehr, wenn er gerade knapp einen Two-Star macht, als einen epischen Easy Three-Star. Also ja, das, Leute, ist der Manny. So, dann gucken wir uns den Angriff von der. Oh ja! Mit NoDef habe ich auch noch meine eigene Nummer und die Nummer drüber gemacht, aber NoDef ist jetzt nicht mehr. Na gut, egal. Mal so. Da konnte ich wieder richtig gut raiden. Tja, es gibt keinen Sparta mehr. Ab jetzt gibt es nur noch NoDef. So, ich habe ihm schon gesagt, er soll sich ein Tutorial auf Google angucken. Er macht das irgendwie nicht. Och man. Na gut, dann muss ich ihm gleich helfen. So, nach der Aufnahme auf jeden Fall. Und da kommen wir auch jetzt zum letzten Angriff noch. Da hatte der NoDef auch noch hier die 10 attackiert. Und er hatte natürlich einen 3-Star bekommen. Wie noch sonst. Tja, NoDef halt. Ach, schön allerdings auch, er kann nur einen 3-Star kassieren und zwei 3-Stars vergeben. Ja, vergeben. So, und hiermit hätte ich dann wieder 11 von 12 Sternen im CW. Das ist doch was. Das ist doch was Feins, oder? So. Oh. Meine Trillion von Kobolden. Ich liebe dieses Bataillon einfach. So. Ja, so viel zu dem CW. Dann, Leute, würde ich mal sagen, wäre es das mit dieser Episode von NoDef und Clankrieg. Und wir sind dann im nächsten Clankrieg wieder. Ja, beim nächsten Video wieder. Nicht unbedingt Clankrieg. Ich mache ja auch noch andere Videos. So, ach ja, übrigens, wenn ihr über TH6 seid und unter TH9 oder so gerade frisch TH9 oder auf jeden Fall nicht besser als ich oder Gablem, damit wir euch auf jeden Fall unter Kontrolle haben, falls ihr einen Angriff verkackt, kommt bitte. Wir brauchen unbedingt neue Member. Die kompetentesten unserer Leute sind weg. Der Frecky und der Jan und ja, die beiden sind eigentlich schon 20 Leute wert. Also bitte, wir müssen ja wirklich neu rekrutieren. Ansonsten geht das nicht so weiter. Das heißt, das erste Mal, dass ich in Clankrieg wirklich Leute reintun muss, die. Hä? Ach, ich habe da keine wildfremden Leute reingetan, auch gut. Aber ich musste meine kleine Schwester reintun und den aktiven Häuptling Felix und ja, der Drew ist wieder da. Und ja, und der Jens hier, der wollte auch, glaube ich, gar nicht angreifen. Also nicht in den Klankrieg, den musste halt da reintun und beim Boss weiß ich auch nicht, wie aktiv er noch ist. Ja, im Prinzip gibt es ja nur die oberen 5, aber die reichen ja schon, um alles zu machen. Ist ja genug. Aber trotzdem, wenn ihr Kompetenz. Nee, ihr müsst nicht über Kompetenz sein. Ihr müsst einfach nur nett sein und aktiv und ihr müsst über TH6 sein. Und ja, ungefähr hier so auf meinem Niveau, am besten etwas weiter drunter. Und dann könnt ihr schon kommen. Ihr müsst auch nicht so die Superstrategen sein. Das können wir euch ja noch beibringen. Na gut, egal. Jedenfalls hier ist nochmal der Clankürzel hier. Oh, what the fuck? Ich muss den mal hier anpassen. Ja, ja, genau, das kann ich auch noch machen. So. Ach ja, hier, neue Clan-Beschreibung, Swaggy, oder? Ja, ja, ich weiß, habe ich gemacht. Ach du Scheiße, was? Mal gerade abbrechen. So, hier, Clan anpassen. So, genau, 15 Loses waren's. So, 19 zu 15. So, muss ich gerade noch ändern. Jo, das wär's dann mit diesem Clan-Krieg, liebe Leute. Dann
Wir sehen uns, würde ich mal sagen, wieder beim nächsten Video oder hier im Clan. Wobei mir beides gleich lieb wäre. Also bis dann, Leute. Ciao.